Zuhörer sagen, seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalender-Türchen vom Adventskalender 2019 mit dem Zwergenfuchs. Zwergs Adventskalender 2019, Türchen Nummer, weiß ich gerade nicht. Gut. Wurde von der Ninninein nominiert in einer Challenge, die da heißt, YouTuber sagen ihre Meinung. Klingt interessant, ist es auch. Initiiert wurde das Ganze vom YouTuber Kedo TV, wenn ich das richtig gesehen habe. In der Videobeschreibung sind die letzten Videos verlinkt von Ninninein und von Kedo TV. Wisst ihr Bescheid. So, ich spiele heute ein bisschen Paper.io. Gesteuert wird klassischerweise mit WASD. Ja, womit denn auch sonst? Ein wunderhübsches IO-Game. Passend zur Weihnachtszeit habe ich natürlich den Panzer als Skin. Und da bin ich schon getötet worden. Ja, mir wurden ein paar Fragen gestellt, die ich mir aussuchen durfte. Ja. Und dazu habe ich ein paar Antworten rausgesucht. Ich bin nicht so gut im Erklären, deshalb fange ich einfach an mit dem Antworten der Fragen. Ein Frage-Antwort-Spiel, diese Challenge. Ja, das Thema Nummer 1, ich durfte mir zwei Fragenkomplexe aussuchen. Thema 1 habe ich gewählt. Das Thema war Freiheit. Mit der ersten Frage, sind wir wirklich frei? Nein, natürlich sind wir in Deutschland lebende Menschen frei, in dem Sinne, dass wir reisen können, wohin wir wollen und ziemliche Freizügigkeit besitzen. Innerhalb von Deutschland und Europa können wir uns frei bewegen, wie wir lustig sind in unserer Freizeit. Also im Urlaub. Vorausgesetzt, man sitzt nicht hinter Gittern, weil man eine Straftat begangen hat. Versteht mich nicht falsch. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Freiheit besitzen und dass wir uns innerhalb von Europa noch ohne Grenzen und ohne Probleme bewegen können. Zum Frühstück nach Paris und zum Abendessen wieder zurück. In Deutschland ist gar kein Ding mehr. Zwinker Smiley. Aber was die Freiheit in unserem Tun, in unserem Handeln angeht, das fängt ja schon bei der Berufswahl an. Auf dem Papier mag das so stimmen. Freie Berufswahl, ja. In der Praxis gilt halt leider die traurige Wahrheit. Es hat jeder Arbeitsplatz ein Recht auf einen Menschen, aber nicht jeder Mensch ein Recht auf einen Arbeitsplatz. Und wenn man das Glück hat, einem Arbeitsplatz zu gehören, dann ist diese Arbeit für die meisten doch leider weit entfernt von dem, was sie eigentlich mal machen wollten. Und über die Freiheit der Gedanken, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ja, die Gedanken sind frei, aber sobald man diese Gedanken irgendwie ausspricht, wenn ein Gedanke, eine Idee gegen das System und gegen das Allgemeingültige geht, wird es doch sehr schnell verboten. Freiheit ist eine Illusion, die uns von oben herab gegaukelt wird. Meine Meinung. Frage Nummer 2. Wo wurdest du deiner Freiheit beraubt? Ja, kann ich ganz pragmatisch antworten. Ich werde systematisch meine Grundrechte beraubt. Versteht mich nicht falsch. Mir geht es eigentlich verdammt gut. Ich habe eine Wohnung, eine Ausbildung habe ich auch. Ich kann mir mein Brötchen leisten. Ich komme gut über die Runden. Mir geht es doch vergleichsweise ziemlich super. Ich bin ein Parteimitglied in einer sehr konservativ-katholischen Umgebung.
Ich bin sozusagen das weiße Schaf in einer Horde von schwarzen Schafen. Dieser konservativ-katholische Kreis, in dem ich mich mehr oder weniger freiwillig aufhalte, ist sehr geprägt von rechtskonservativer Politik. Die CDU ist dort allgegenwärtig. In dieser Gesellschaft musste ich leider sehr schnell bemerken, dass ich als Parteimitglied dort nicht erwünscht bin. So eine Meinung wird da nicht wirklich geduldet. Zumindest in diesen konservativ-katholischen Kreisen, in denen ich mich da momentan aufhalte. Mit den Grundrechten hat man es da auch nicht so. Daher, ja, also die Grundrechte. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung und oder seiner politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ja, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Von Gleichberechtigung sind wir in der heutigen Gesellschaft weit, 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 weit entfernt. Nummer 5, also Gesetz Nummer 5, Grundrecht Nummer 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, solange die Meinung nicht gegen die altehrwürdigen Werte geht. Solange deine Meinung für andere bequem ist und sich bloß nicht querstellt, solange du damit nicht aneckst und nicht die alten heiligen Werte in Frage stellst, solange es meiner Meinung entspricht, kannst du deine Meinung gerne frei ausleben. Aber wehe, deine Meinung widerspricht dem, was die alten weißen Säcke detektieren. Meinung wird nur akzeptiert, wenn sie in das Muster passt, was die alten weißen Säcke in ihren Köpfen vorgefertigt haben. Ja, was schränkt unsere Freiheit allgemein an? Alte weiße Säcke in viel zu hohen Machtpositionen. Manchmal auch wir selbst, wenn wir uns von anderen unterbuttern lassen. Wir leben in einem System, das von konservativen, rechtskonservativen Kräften regiert, geführt wird. Wir schreiben sehr bald das Jahr 2020. Ich halte das für mehr als unangebracht, dass wir im Jahr 2020, dass wir heute noch von konservativen Kräften regiert werden. Ich bin es leid, von alten Säcken bevormundet zu werden. Es hat sich langsam auskonserviert. So ein Denken, solche Politik, die Vorstellung, dass man die Umstände konservieren müsste, dem Fortschritt entgegenarbeiten müsste, das ist, was unsere Freiheit nicht allgemein, sondern direkt nicht einschränkt, sondern zerstört. Dieses Denken zerstört die Freiheit, sich zu entwickeln und progressiv an der Zukunft zu arbeiten. Um die Frage mit einem sehr guten Zitat, meinem Lieblingszitat von der Greta Thunberg abzuschließen: How dare you? Was muss passieren, dass wir wirklich frei sind? Die jungen Leute müssen endlich aufstehen, laut sein und sich gegen das Diktat der Alten wehren. Aktives Wahlrecht und passives Wahlrecht ab 18. In Hessen darf man den Landtag sogar erst ab 21 antreten. Politik nur etwas für Große? Ihr könnt doch mit diesen ganzen Themen gar nichts anfangen. Wenn die Erwachsenen reden, haben Kinder den Mund zu halten. Gerade der letzte Satz, der hat mich als Kind schon immer zur Weißglut gebracht. Das hat mich schon immer extrem genervt. Das hat mich schon immer zum Wahnsinn gebracht. Da muss man einfach mal sagen, halt, stopp. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Jetzt rede ich.
Nein, hier bleibt halt alles nicht so, wie es ist. Es wird sich geändert. Es würde was geändert, und zwar drastisch. Was muss passieren, damit wir wirklich frei sind? Ich denke, dazu, damit das passieren kann, muss vielleicht wirklich erstmal das Alte sterben. Damit etwas Neues entstehen kann, da muss das Alte zugrunde gehen. Der alte König muss gehen, damit der neue König kommen kann. Solange sich das alte System dem neuen verschließt, solange sehe ich keine andere Möglichkeit, als dass auf Dauer ein Neustart durchgeführt werden muss. Oder um es so zu sagen, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Ja, ganz pragmatisch. Dann kann man nur noch sagen, danke für das, was ihr bisher geleistet habt. Das war ein guter Anfang, das ist ein gutes Fundament. Aber jetzt übernehmen wir. Die Zukunft gehört nicht den Alten, die Zukunft gehört den Jungen und dem Neuen, dem Aufbruch. Die Zukunft gehört dem Aufbruch. Und dieser Aufbruch gelingt nicht, indem wir erneut rückwärts gewandte Kräfte an die Macht lassen, indem erneut rückwärts gewandte Mächte die Macht übernehmen. Progressiv und fortschrittlich müsste dieses neue System sein. Und nichts finde ich schlimmer, nichts wäre schlimmer als ein altes System 2.0, als eine 2.0-Version von dem, was wir bisher hatten. Eine gute Demokratie, eine gute Politik für das Volk findet nicht in Gemäuern alter Paläste statt. Eine Politik für das Volk muss auch auf den Straßen hinausgetragen werden. Demokratie nicht abgeschottet von dem Volk, sondern beim Volk. Und mit dem Volk. Ja, nie wieder Politik von alten weißen Säcken gegen junge, engagierte, politikinteressierte Menschen. Das muss passieren, damit wir wirklich frei sind. Nie wieder Politik gegen das Volk, gegen die Demokratie, gegen junge, engagierte, politikinteressierte Menschen. Nie wieder CDU, nie wieder SPD, nie wieder GroKo. Das sage ich. Ja, so schaut's aus zu dem ersten Thema. Ich muss jetzt ein wenig ablesen. Da ich mir den Text vorher formuliert habe. Ja, ich hoffe, es ging trotzdem. Ich habe hier noch ein zweites Thema, Block Nummer 2. Da habe ich das Thema. Nein, ich fahre es vielleicht jetzt noch nicht. Habe ich ein anderes Thema gewählt. Das lege ich dann einfach in ein anderes Türchen, da dieses Thema, das erste Thema, jetzt schon sehr lange in Anspruch genommen hat. Dann teile ich das Ganze mal ein bisschen auf und wir machen das nächste Thema im nächsten Part, im nächsten Adventskalender-Türchen. Nicht auf dem nächsten, aber in einem anderen Adventskalender-Türchen auf diesem Kanal, diesem Adventskalender. Ja, wenn das euch gefallen haben sollte, dieses Adventskalender-Türchen, Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich. Morgen im nächsten Adventskalender-Türchen. Haut rein. Ciao, ciao.